Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 2.600. Was machst du beruflich? Ich bin Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Und wie bist du dazu gekommen? Wie war der Werdegang bei dir? Kannst du es kurz mitnehmen? Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich war vorher Kfz-Mechatroniker. Okay. Hab da auch mal Meister gemacht. Also ganz normal Ausbildung dann gemacht? Genau, richtig, ja. Und hab einen Meister gemacht, dadurch hat die Fachabitur bekommen. Ja. Und dann hat sich ergeben, dass ich nach Frankfurt gezogen bin. Okay. Und ich hatte auf diesen Beruf mit Kfz so keinen Bock mehr drauf. Ja. Und dann hat sich dann da bei Deutschen Bahn, das ist ein großer Arbeitgeber, ich meine, da bewerbst du dich mal. Mhm. Hat funktioniert. Bist du jetzt happy? Ja, auf jeden Fall. Ist ein guter Job. Wie muss man sich den Alltag eines Fahrdienstleisters bei der Deutschen Bahn vorstellen? Eigentlich relativ entspannt. Kommt auf die Züge drauf an, auf die Zugdichte. Ah, okay, ja. Ist im Schichtdienst, ne? Muss sich dann gewöhnen auf jeden Fall. Aber ansonsten, man fängt an mit seiner Arbeit, man wickelt den Zugverkehr ab, Nahverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, okay. Man behält das ganze Land am Laufen, ja. Auch wenn es verspätet ist. Ich bin nicht dran schuld, dass die Züge zu spät kommen. Ja. Tut mir ganz so leid, aber natürlich. Es tut mir wirklich leid, ja. Und rückblickend, was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher bei dir in der beruflichen Laufbahn? War das der Schritt, dann was ganz anderes zu machen? Definitiv. War auch mit verbunden mit dem Umzug hier nach Frankfurt. Ja. Also weg von der Familie, weg vom gewohnten Umfeld einfach. Man ist ja groß geworden. Ja. Ne? Und andere Stadt, wie wird das alles, findet sich hier zurecht. Aber das war der größte Schritt für mich auf jeden Fall. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst, den du vielleicht auch selber gelernt hast für dich? Seid mutig, steht zu euch selber, seid ihr selbst. Und wenn ihr was Bock habt und richtig hinten dran seid, dann kann alles klappen. Was verdienst du monatlich netto? 2.000 Euro habe ich ganz genau raus gerade. Und was machst du beruflich? Ich bin gelernter Kaufmann und arbeite auf Rewe. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang bei dir. Kannst du mitnehmen? Früher habe ich halt das Fach Abi gemacht. Ja? Und kurz vor Schluss bin ich halt... gekickt okay, worden, so okay. Wie es war. Ne? Woran lag's, wenn ich gefragt habe? Ich war andere Sachen interessiert. Ne? Ja. Ich war relativ wenig da. Oh. Urlaub gemacht früher, schon im frühen Alter. Richtig Urlaub. Verkauf geht immer, ne? Vor allem Handel. Und abgesehen davon hat mein Vater mir die Pulszug aus die Box gesetzt und gesagt, entweder machst du was oder du kannst gehen. Ja. Deswegen musst du eine Ausbildung her. Und die hast du dann durchgezogen, anders als das Fachabitur? Die habe ich durchgezogen, definitiv. Ja. Ne? Weil ich kann halt guten Menschen, ne? Ich bin offen. Das passt halt. Und dann nach dem Abitur dann direkt in den Job, direkt zu Rewe oder hast du dann vorher noch was gemacht? Ich bin direkt in den Job rein. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf jetzt bei Rewe? Kollegen, definitiv meine Kollegen. Das ist halt das, was mir am meisten Spaß macht. Kundenkontakt, ja, ist relativ. Bei Menschen werden immer schwieriger, habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Ja. Ne, aber definitiv meine Kollegen. Wenn du uns ganz kurz vielleicht einfach mitnehmen kannst, wie sieht dein Alltag aus? Also du hast gesagt, du bist ab und zu im Geschäft, ab und zu auch remote von zu Hause aus. Das, was du gerade beschrieben hast. Morgens aufstehen, Hund arbeiten, Sport. Okay. Das war's. Ja, 21 Uhr Couch. Was würdest du sagen, war rückblickend der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Den Job zu wechseln. Mal so ins Unbekannte hinein und mal die Angst beiseite lassen. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Hört auf eure Eltern. Definitiv. Ganz aus eigener Erfahrung. Ja, definitiv. Früher hat man immer das Denken gehabt, auch die wollen mir was. Rückblickend, Die wollen das Beste, ne? Die wollen das Beste. Das ist es wirklich, ne? Und zieht euer Ding durch. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich muss auch sagen, es variiert sehr, weil ich habe halt zwei Jobs. Dann kellner ich und ich kellner, wenn ich keine Klausurenphase habe. Durchschnitt grob vielleicht so über 2.000, unter 2.000? Schon eher unter 2.000, würde ich schon sagen. Okay. Reicht es dir? Nö. Wenn ich shoppen will, nicht. Nein. Okay, dann ist knapp am Ende des Monats. Nimm uns ein bisschen mit. Was machst du genau beruflich? Ich studiere Marketing und digitale Medien und arbeite dann berufsbegleitend in der Veranstaltungsbranche im Marketing. Okay. Wie kamst du dazu? Tatsächlich, weil ich es einfach ganz nah an meinem Zuhause war. Und dann bin ich halt da drauf gekommen und Veranstaltung fand ich sowieso interessant. Mhm. Und ja, und dieses Studieren, ich habe sehr lange überlegt, aber habe dann so ein paar Tests online gemacht und so bin dann zu dem Entschluss eigentlich gekommen. Und bist du selber auch aktiv auf Social Media oder wie kam das dann zum Marketing? Ja, genau. Ich mag es richtig gerne, Bilder zu machen und zu veröffentlichen, Videos zu schneiden auch und alles. Deswegen. Was war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ich habe mir noch nicht gewagt, würde ich sagen, weil ich habe noch nicht meinen Beruf gewechselt seit der Ausbildung. Kleiner Ausblick, Zukunftsperspektive, was kannst du dir vorstellen, so in 2-3 Jahren vielleicht? Auf jeden Fall auch im Marketing arbeiten. Okay. Safe. Gefällt dir? Ja, Social Media, diese ganze. Was gefällt dir am besten? Dieses Kreative daran, dass man halt so frei sein kann vom Kopf her und einfach so das machen kann, was worauf man Bock hat und auch so ein bisschen frischen Wind immer da reinzubringen und so. Beim Job ist dann komplett remote? Nach dem Homeoffice und so. Ich bin da richtig flexibel. Da ist meine Firma sehr offen, Gott sei Dank. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Macht was Anständiges. Macht auf jeden Fall Ausbildung, Studium oder so. Danach könnt ihr immer noch ein bisschen chillen, was anderes machen. Aber erreicht erstmal was. Im jungen Jahren kann man am besten lernen auf jeden Fall. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Fünfstellig. Kannst du uns da vielleicht einen Bereich geben? Es ist halt nicht fix, weil ich selbstständig bin. Okay, I see. Und daher ist es mal mehr, mal weniger. Das kann man nicht so ganz genau sagen, aber ich kann mich nicht beschweren. Über 15.000? Meistens, ja. Was genau machst du? Ich helfe Leuten dabei, sich besser zu vermarkten, sich besser zu verkaufen. Leute, die, sag ich mal, schon meistens vielleicht ein gewisses Following haben, Creators oder sowas, okay. Die aber vielleicht nicht so den Mega-Plan haben von, sag ich mal, Online-Marketing, von Business und so weiter, von Geschäftsmodellen online, helfe ich im Hintergrund so als Partner, sag ich mal, als Wachstumspartner,
wie sie sich besser aufstellen können. Wie bist du dazu gekommen? Also nach der Schule, was hast du da gemacht? Ich habe schon extrem viel ausprobiert. Ich habe verschiedenste Sachen gemacht. Aber ich sag mal so, man muss einfach learning by doing und man probiert einfach mal das eine und dann merkt man, okay, ist nichts, dann probiert man was anderes und nach der, keine Ahnung, vierten, fünften, sechsten, siebten Sache kommt man dann irgendwie auf das, was man gern machen will, ja, was einem halt liegt, was passt. Bist du happy? Ja, auf jeden Fall. Hast du einen Tipp für die Leute, die sich selbstständig machen wollen vielleicht? Kann ich auch zwei Tipps geben? Ey, Nummer eins, so viele wie es geht? Nummer eins ist, was, denke ich, viele falsch machen, sie machen das, wo sie denken, was ihnen selber Spaß macht, wo sie denken, das brauchen die anderen, aber orientieren sich nicht daran, was der Markt wirklich braucht und was wirklich Mehrwert stiftet. Und Nummer zwei ist, es geht am Ende nicht unbedingt um Tricks oder um irgendwelche Secrets oder irgendwelche Geheimnisse, die ja mega der Gamechanger sind, sondern der größte Faktor ist deine Persönlichkeit. Du musst an dir selber arbeiten, wenn du selber dich nicht fokussieren kannst, wenn du nicht diszipliniert an was arbeiten kannst, wenn du ständig deine Themen wechselst, heute das, morgen ja. jenes, dann kannst du machen, was du willst, dann kannst du die besten Tricks bekommen auf dem Silbertablett, du kannst den perfekten Plan haben, aber es wird niemals funktionieren, weil du selber das Problem bist. Wie viel Geld haben Sie früher monatlich grob verdient? Als Purser und Check-Purser 5.000. Ja, war das D-Mark oder war das war von Euro? Nein, das war D-Mark damals. D-Mark. Umgerechnet ist es dann heute 2.500. Hat es damals für euch gereicht, um euren Lebensstand zu finanzieren? Absolut, ja. Wir haben gut gelebt. Ja. Weil sehr wir schön. Auch noch Spesen gekriegt haben. Und jetzt die Frage, was Sie damals beruflich gemacht haben. Gerade wurde schon angedeutet, Purser ist jetzt nicht für jeden ein Begriff. Was genau bedeutet das? Chefflugbegleiter. Ja, ich Sie auch. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen damals? Haben Sie davor noch was anderes gemacht oder direkt praktisch nach dem? Ja, nach ich war Großhandelskaufmann und habe mich auf eine Anzeige beworben und bin dann genommen worden. Ja, ich war in Paris, so ein bisschen Sprachenstudium und da hat mein Vater mir geschrieben, Auer sucht Leute, Austrian Airlines. Und da hatte ich mich beworben, die haben mich genommen und dann bin ich zur Lufthansa gegangen, mein Leben lang geblieben. Und haben Sie beide sich auch dann im Flugzeug kennengelernt? Ja, am Flughafen, ja. Am Flughafen? Ja, ja. Okay, ja, sehr schön. Sind Sie glücklich? Unbedingt. Immer noch, ja. Nee, der Job hat uns wirklich Spaß gemacht, der war richtig für uns. Ob Sie beide einen Tipp vielleicht haben für die jungen Menschen draußen, die noch zur Schule gehen, vielleicht die studieren, den Sie mit auf den Weg geben können? Ja, wenn man Interesse hat, die Welt zu sehen, da würde ich Flugbegleiter machen. Und man kann sich ja hocharbeiten, man kann Purser werden und so weiter. Ja. Je nachdem, wenn man die Prüfungen alle packt, dann kann man was werden. Also wenn man gern mit Menschen zu tun hat, ist es der ideale Job. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Das bleibt privat, aber es ist schon in der höheren Ebene. Grobe Richtung über oder unter 5.000 Euro? Noch unter, knapp unter, ja. Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Nein. Nein. Tanzen ist teuer. Okay, also landest du Minus. Aber das Monat oder? Nee, auf Geht's Null. Dann? Sagen wir auf Null. Okay. Tanzen hast du schon angesprochen? Ist das dein Hobby? Ja. Dafür gibst du Geld aus? Mein größtes Hobby, ja. Für dann Festivals oder? Jeden Monat Festivals im Ausland. Was machst du beruflich? Ich arbeite als Vorstandsassistentin. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mich einfach da beworben. Direkt nach der Schule praktisch dann? Nee, also ich habe zwei Ausbildungen gemacht. Ja. Erstmal Einzelhandel. Das hat mir aber nicht gereicht. Dann habe ich im Modebereich und habe gemerkt, das Höchste, was ich sein kann, ist mal einen eigenen Laden zu haben. Ja. Wollte ich mehr, dann habe ich eine zweite Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation. Und dadurch bin ich in dieses Bürobusiness gekommen und Büros leiten. Und dann war ich im Immobilienbereich und jetzt bin ich in der Kanzlei. Was würdest du sagen, war in deiner gesamten beruflichen Laufbahn der wichtigste Schritt, der mutigste Schritt für dich? Tatsächlich die Immobilienbranche hinter mir zu lassen, zu sagen, nee, hier bin ich nicht mehr glücklich, ich kündige, weil sonst hat man ja immer so ein bisschen Verlustängste und ist froh, dass man überhaupt einen Job hat. Und vielleicht war es auch gutes Geld, ne? Ja, war es auch. Aber durch Corona ist es halt ein bisschen zurückgegangen und man hatte weniger zu tun und ich dachte, ich brauche jetzt eine Veränderung. Und das fand ich mutig von mir, dass ich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt einen Job, ohne etwas Neues zu haben. Und dann war ich halt kurz 2 Monate arbeitslos, mein Gott, Bewerbung geschrieben und sofort was Neues. Und das war der richtige Schritt, weil das ist jetzt der perfekte Beruf für mich. Was ist ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mitgeben kannst, vielleicht auch deiner beruflichen Laufbahn, was du gelernt hast? Bitte schließt die Schule und die Ausbildung ab, ihr braucht es. Bitte. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Oh, das weiß ich nicht so wirklich, weil da müsste ich meinen Steuerberater fragen, weil er macht das jetzt Ausgaben, Einnahmen, Gehaltsabrechnungen und so weiter. Also so netto, keine Ahnung. Mhm. Grobe Richtung vielleicht über 10.000, unter 10.000? Ja, ich würde schon sagen, also ich hoffe, dass über 10.000. Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Wenn man nicht
zu anspruchsvoll ist, dann reicht. Was machst du beruflich genau? Ich bin Frauenarzt. Und wie bist du dazu gekommen? Ich wollte schon immer Frauenarzt werden, schon in der Schule. Mit 14 wusste ich, dass ich das machen möchte. Wow, okay. Möchte. Und dann direkt nach der Schule praktisch eine Ausbildung gemacht? Genau, richtig, ja. Die Uni, Facharzt und so weiter. Und dann direkt nach Uni selbstständig gemacht oder dann erstmal gearbeitet? Nein, erstmal Klinik, erstmal eine Klinik, in 11 Jahre in der Klinik und dann in der selbstständig. Was würdest du sagen, war dein mutigster, dein wichtigster Schritt in der beruflichen Laufbahn? Als ich mich selbstständig gemacht habe und mich von der Klinik verabschiedet hatte. Und bist du jetzt glücklich? Eigentlich schon, ja. Doch. Was wäre vielleicht ein Tipp, den du den jungen Menschen damit auf den Weg geben kannst? Dass sie möglichst das machen, was ihnen Spaß macht. Ja, einen Beruf ergreifen, was wirklich, wo man komplett dahinter steckt und nicht irgendwas, wo man sich nur langweilt oder blöd findet. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich bin halt in der Modebranche tätig, als Model. Okay. Und da sind die Gagen unterschiedlich, also es kommt immer drauf an. Es gibt Monate, sind es 2K. Wenn ich einen guten Job habe, kann es auch mal 10 werden, aber das ist eher selten der Fall. Das ist so meine Haupteinnahmequelle, aber genau, ich arbeite noch für ein Fashion-Brand in Berlin. Nice. Shoutout zu den Boys von Wetter Berlin. Genau, das sind zwei Homies von mir, die haben so ein Startup gegründet. Sehr cool. Kleines Fashion-Brand, für die bin ich noch tätig. Arbeitest du dann remote hier in Köln, oder? Genau, remote quasi, auf Rechnung. Ich war da angestellt auch, das habe ich in Berlin gelebt, zuletzt als Social-Media-Manager. Aber jetzt mache ich nur noch remote, so Auftragsbasis. Also selbstständig bist du? Ja, genau. Dann auch komplett als Model, auch selbstständig, oder bist du dann in irgendeiner Agentur? Ich habe Agenturen, genau, aber quasi auch selbstständig. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang bei dir, nimm uns mit. Einfach nach dem Abi, quasi auf Empfehlung von Freunden und Familien, einfach mal probiert, mich zu bewerben bei verschiedenen Agenturen, und dann hat es geklappt. Und ja, seitdem einfach immer mitgenommen, was geht so. Mich nicht krass dafür verbogen und ja. Und diese Selbstständigkeit, die liegt dir im Blut durch die Eltern, oder wie kam das? Ja, kann man so sagen. Also meine Eltern, genau, meine Mama hat eine Apotheke, also auch quasi selbstständig, aber... Ja, ich wollte auf jeden Fall was Kreatives machen, wo meine Eltern beide auch sehr kreativ sind, das leider nicht irgendwie ausgelebt haben in ihrem Beruf, und genau, das wollte ich jetzt machen. Was macht dir am meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf oder an deinen jetzigen Berufen? Am meisten Spaß auf jeden Fall, dass ich mich kreativ ausleben kann, sage ich mal, da auch irgendwie so Bestätigung bekomme, das ist immer ganz cool. Sehr cool. Das ja, ist ganz nice. Rückblickend, was würdest du sagen, war bisher der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Während Corona darauf zu verzichten, mein Studium zu Ende zu machen und einfach bei Wetter quasi anfangen zu arbeiten. Das war auf jeden Fall mutig. Was ist ein Tipp, den du für junge Menschen draußen hast, die vielleicht noch zur Schule gehen, gerade anfangen zu studieren oder ganz am Anfang sie noch nicht genau wissen, was sie machen wollen? Also auf jeden Fall immer gut, so einen Abschluss zu machen, sicher. Also auch wenn ich jetzt nicht gemacht habe. Aber auf jeden Fall auch so Schritte zu wagen, ein bisschen Risiko einzugehen und einfach so zu schauen, wo man vielleicht sonst noch so Fuß fassen kann. Ja. Jetzt nicht unbedingt studienbezogen, sondern einfach mal gucken. So viel hingeht. Ausprobieren, ne? Genau, ausprobieren, einfach auch vertrauen sich selber und genau, einfach machen. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Im guten Monat, sagen wir mal, kommt auf die 50K hoch netto. 50K? Ja. Was machst du denn beruflich? Also staatlich gesehen, hauptberuflich bin ich Ausbilder bei der Bundeswehr im Scharfschützen-Kombi-Trupp, EGB Fohlendorf, 2. Scharfschützenzug, mach die ganze Scheiße, seitdem ich 17 bin, hab mein eigenes Model-Label seit 2011. 85 Jahre. Okay. Mach Musik, ja, mein ich. Mit welchem Part machst du jetzt das meiste Geld? Ja? Schon 85. Also Musik kommt nah dran, aber eher 85. Was würdest du sagen, war rückblickend der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Boah, ich glaube einfach, diese Komfortzone zu verlassen. Weil viele Menschen vergessen, dass wir in einer Welt von Träumen leben. Also ich meine, dreht euch hier im Kreis, ihr seht nur Träume und Wünsche, die jemand einfach umgesetzt hat. Und ich glaube, diese Komfortzone zu verlassen mit Sicherheit, ist, glaube ich, der größte Step, den ich gemacht habe. Und sicherheitsmäßig so der größte, mutigste Schritt ist, zur Bundeswehr zu gehen und in 4 Auslandseinsätzen mitzuwirken. Ja. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Träumt nicht euer Leben, lebt euren Traum. Amazing. En garde. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Genug. Okay. Grobe Richtung. Über 3.000, unter 3.000? Bisschen unter 3. Reicht dir das? Ja, momentan schon. Und was genau machst du beruflich? Ich bin die Personalleitung in einem Restaurant. Und wie bist du dazu gekommen? Durch Bekannte, tatsächlich. Okay, ja. Also einfach Connections. Connections, sehr wichtig. Wichtigste Frage jetzt. Ja. Bist du happy? Wo? In Deutschland? Mit meinem Job? Job. Ja, 100%. Und Deutschland? Nee. Aber mit meinem Job sehr. Okay. Ich kann mich nicht beschweren. Und rückblickend, was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ja, aus mir selbst herauszukommen, würde ich sagen. Nicht immer so im selben Loch bleiben, sowas. Super Überleitung zur letzten Frage. Die wäre nämlich, was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Nicht Angst davor zu haben, neue Sachen auszuprobieren und mal aus sich selbst herauszukommen, sondern wirklich neue Sachen machen,
Sachen ausprobieren, die man nie davor gemacht hat, neue Menschen kennenlernen, Connections machen und so, weil dadurch kommst du viel weiter. Komfortzone verlassen. Genau, ja, Komfortzone verlassen. Aber immer wissen, was man tut, man sollte es nicht übertreiben. Ne? Ja. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 600 bis 700. Okay. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin Eventveranstalter von AFC Germany. Was genau macht ihr? Kannst du da kurz mitnehmen? Wir machen Sportveranstaltungen, Afrika Cups mit BK West United. Okay. Und ja, genau das mache ich. Jetzt sag nicht, dass der Afrika Cup jetzt dieses Wochenende von dir ist? Doch, der war von mir, nein, von der AFC Germany mit meinem Team und mit BK West United. Das ist crazy. Ich war sogar kurz da am Samstag. Richtig geiles Event. Props an dich dann. Vielen Dank. Leute waren da? Bestimmt ein paar Tausend, ne? Mehr als letztes Jahr auf jeden Fall. So circa 2000 bis 2500. Und wie geht's dir? Hast du dich schon erholt vom Turnier oder bist du noch kaputt, angeschlagen? Ich bin auf jeden Fall noch sehr, sehr müde. Ja. Wir hatten lange Nächte dort. Wir haben da viel gearbeitet, viel gemacht. Kann ich mir vorstellen. Aber die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. 100%. Wann ist das nächste? Gibt es schon irgendwie ein Datum fürs nächste Event? Oh, man ist gerade am Munkeln. Vielleicht dieses Jahr. Vielleicht dieses noch Jahr was. Noch? Okay. Vielleicht dieses Jahr noch. Aber sehr auf cool. jeden Fall im nächsten Jahr, 2025, nochmal ein viel, viel größerer Afrika Cup. Und dann mal gucken, was wir da nochmal erreichen können. Und was macht dir am meisten Spaß bei deiner Arbeit als Sportveranstalter? Den Leuten etwas zu bieten, wo sie Spaß haben, wo sich nochmal mehr mit anderen Leuten connectet. Ich will so Erinnerungen schaffen, sagen wir mal so. Ja. Dass sie es auch mal irgendwann mal ihren Kindern erzählen können. Weil ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, allein jetzt werden mir von den älteren Generationen wird mir oft gesagt, was du hier machst, das gab es noch nie. Bis jetzt war es immer nur so, jedes Land hat so sein eigenes Ding gemacht. Ja, wir haben es geschafft, dass wir jetzt alle zusammen gemacht haben. Und das will ich erreichen und noch größere Sachen erreichen. Gefällt mir. Sehr inspirierend. Und was ist ein Tipp, den du jungen Menschen noch mit auf den Weg geben kannst? Bleibt immer dran. Egal, was ihr machen wollt, zieht euer Ding durch. Wenn ihr Sachen machen wollt, macht ihr immer zu 100%. Nicht hier 50-50, sondern wirklich immer 100% geben. Dann werdet ihr es auch zu 100% schaffen. Wie viel verdienst du monatlich netto? Muss ich die Frage beantworten? Wär schön. Eine grobe Richtung vielleicht einfach. Über 10. Okay. Reicht das, um dir deinen Lebensstandard zu finanzieren? Ja. Was sind deine Hauptkostenpunkte monatlich? Vielleicht ganz kurz, einfach eine Gliederung. Haus, Auto und Versicherung. Okay. Und Haus ist, denke ich mal, der größte Kostenpunkt? Nee, Versicherung. Versicherung, tatsächlich. Ja. Was ganz grob, Versicherung, was man da bezahlt? Ja, mit Rücklagen, also Lebensversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung. 2.500 Euro. Okay, das ist schon eine ganze Menge. Ja, wir sind ein Versicherungsland. Wir versichern uns gerne. Absolut. Müsste nicht sein, aber das ist viel freiwillig. Ja. Haus ungefähr 1.000 Euro monatlich? Oder was ist der Abschlag? Ja, 1.500. Okay. Und Auto dann auch nochmal? Ja, ich bin selbstständig. Also es variiert immer. Ja. Stichwort selbstständig. Was machst du beruflich? Ich habe ein Geschäft für ein Orthopädie-Fachgeschäft. Mhm. Und bin gelernter Orthopädie-Schuhmachermeister. Okay, hier in Frankfurt? Nein, in Saarbrücken. Wie bist du dazu gekommen? Den Anfang hat mein Vater gemacht dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf Schule oder zu studieren. Und dann hat mein Vater gesagt, dann kommst du jetzt in Betrieb. Und das ging eigentlich relativ früh los. Aber ich war dafür auch sehr früh fertig mit allem. Ich war mit 26 Meister. Okay. Ja, und hab dann halt schon relativ früh Geld verdient. Okay. Bist du denn glücklich? Ja. Und was ist ein Tipp, den du vielleicht jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Geht einfach euren Weg. Macht euch nicht zu viel Sorgen, ob ihr genug Urlaub habt und der Arbeitszeit, das ist heute so ein Thema, das sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern einfach, dass man etwas macht, dass man Spaß an der Arbeit hat und der Rest kommt von alleine. Und das ist im Nachhinein viel wichtiger, als dass man jetzt sagt, ich will 4 Tage arbeiten oder nur 35 Stunden oder so. Wenn man das tut, was einem Spaß macht, ist die Arbeitszeit egal, weil man macht es gerne. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Um die 7.000. Ehegattensplitting ist da hilfreich, dann passt es netto. Bist du glücklich damit? Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Passt. Sogar in München, ja. Okay. In Frankfurt wird es wahrscheinlich erreichen. Was machst du beruflich? Ich bin Diplomkaufmann und so in größeren Unternehmensgruppe für die Innenrevision verantwortlich. Das ist aber Gehalt schon ganz ordentlich, ne, für einen Angestellten netto?
Nee, also für eine Führungskraft eigentlich ganz normal. Ach, du bist also eine Führungskraft. Richtung okay. Rente, ja. Okay. Oder relativ kurz vor der Rente eigentlich. Okay, verstehe. Ist das schon okay? Sollte man eigentlich schon da sein? Ja, also bist du jetzt dann im Unternehmen schon 20, 30 Jahre? Ja, 25 Jahre. Okay. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz den Werdegang vielleicht beschreiben. Ja, wie gesagt, Betriebswirtschaft studiert, Diplomkaufmann, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingestiegen, PricewaterhouseCoopers, mhm. 5 Jahre und dann von einem Manager, mit dem ich gearbeitet habe, abgeworben worden, weil der in der Unternehmensgruppe die Innenrevision aufgebaut hat. So ging es dann los und da bin ich dabei geblieben bei der Unternehmensgruppe, weil die halt total viele interessante Felder hat. Und was würdest du sagen, war der mutigste, der vielleicht wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn, der dich am meisten erfüllt hat? Der mutigste Schritt war, dass ich sage, ich habe ja nicht Schule studiert, sondern ich habe erst gelernt und Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, ich mache nicht weiter, sondern ich will doch noch das Maximale rausholen und studieren. Das hätte ja in die Hose gehen können. Und das war so der mutigste Schritt. Okay. Versuch's und hat geklappt. Ja. Und bist du jetzt glücklich oder bereust du irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Passt. Sehr genau. Ich habe meine Frau kennengelernt, die studiert, hat Kunstgeschichte studiert, Magistratium und dadurch habe ich noch ein bisschen Kultur mitgekriegt und dann passt das. Wunderbar. Und letzte Frage wäre, ein Tipp, den du vielleicht jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, riskier es, probier es aus und muss dann auch nicht klappen und wechsel dann, sei mutig und hör auf deinen Bauch. Wie viel Geld verdient ihr monatlich netto? Könnt ihr mir das sagen, ungefähr? Das ist privat. Privat? Privat. Was macht ihr beruflich? Ich bin Firmenkundenberaterin der AOK Hessen. Okay. Ich auch. Und wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz den Werdegang beschreiben. Also mein Werdegang war erst eine schulische, berufsschulische Ausbildung bei der Allianz. Mhm. Dann über verschiedene Versicherungsgesellschaften bin ich vor 28 Jahren zur AOK gekommen. Okay. Und bist du glücklich? Ich bin glücklich damit. Sehr schön. Ja. Siehst glücklich aus? Ja. Und bei dir? Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Barmer, auch eine Krankenversicherung und bin seit 18 Jahren jetzt auch bei der AOK über Kundenberater zum Firmenkundenberater. Ja, das ist so der Werdegang. Okay, und auch glücklich? Ja. Was war für euch der mutigste, der wichtigste Schritt in der beruflichen Laufbahn? Was würdet ihr sagen? Also die mutigsten Schritte waren am Anfang, die Arbeitgeber zu wechseln, um herauszufinden, wo ist mein Platz. Okay. Und das war nach der Ausbildung direkt. Da hatte ich dann 3 verschiedene Arbeitgeber. Und ja, wie gesagt, vor 28 Jahren bin ich bei der AOK Hessen hängen geblieben. Und dementsprechend habe ich mich dort auch weiterentwickeln können. Schön. Also am Anfang was ausprobiert. Genau. Verschiedene Sachen. Genau. Bei dir? Ich sag mal, so einen richtig mutigen Schritt hatte ich noch nicht. Aber es war auch so, nach der Ausbildung war ich nicht zufrieden dort. Und dann auch den Arbeitgeber gewechselt. Ja. Und was ist vielleicht ein Tipp, den ihr den jungen Menschen, die noch zur Schule gehen oder studieren, mitgeben könnt auf dem Weg? Auszuprobieren. Auf jeden Fall das zu machen, was einem Spaß macht, weil der Job verlangt sehr viel ab und 8 bis 10 Stunden am Tag sollte man da glücklich verbringen. Zumindest 4 Tage von 5. Sich zu orientieren und auch das zu machen, worauf man Lust hat, sich nicht von irgendwelchen anderen Eltern, Geschwistern, Familie leiten lassen. Das machen, worauf man Lust hat und das auch durchziehen, fertig. Wie viel Geld verdienst du monatlich? Direkt rein. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Naja, erstmal ist ja alles in der GmbH drin, weißt du? Mhm. Dementsprechend so. Okay, was zahlst du dir aus? Als Gehalt zahle ich mir 20 aus. 20? Ja. Okay, das ist ordentlich. Und Verdienst ist ja so 6-stellig halt, ne? Okay, wow. Ja. Was genau machst du beruflich? Wie kann man so viel Geld verdienen oder sich auszahlen? Ich mache YouTube, wir haben eine Partnerschaft auf Amazon und ich habe noch eine Modefirma. Okay, wie findet man dich auf Social Media? Naim Sky, genau. Abchecken. Und wie bist du gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Kannst du es mitnehmen? Boah, ich mache schon seit über 12 Jahren YouTube. Mhm. Also damals so die ersten 7 Jahre gefühlt kein Geld damit verdienen. Okay. Und erst seit 2017 kann ich davon leben, ja. Sehr stark. Immer dran geblieben. Immer dran geblieben. Und jetzt seit 3 Jahren mache ich so ein Erkenne-den-Format, wo wir dann immer erraten müssen, wer die Wahrheit sagt. Ah, okay, jetzt weiß ich auch. Okay, jetzt ist so. Das Format kenne ich auf jeden Fall. Ja, kennst du? Ja, das Format kenne ich. Freut mich. Aber würdest du sagen, hast du den Passion gefunden? Ja, safe. Ja. Safe. Also ich gehe voll drin auf. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe auch immer neue Projekte anzugehen und sowas. Das ist cool. So genau mein Ding. Also
klar, man macht's, also man will natürlich irgendwo auch gutes Geld verdienen, so, aber ich denke, die Vision, die Passion und alles andere ist viel mehr wert. Und danach kommt das. Genau, das kommt dann sowieso. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Wichtigste Schritt? Nicht auf das zu hören, was mir gesagt wurde von anderen, sondern auf meine Vision zu pochen und da weiter Gas zu geben, ja, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf, so Social Media? Was ist das Coolste daran? Die ganzen Menschen kennenzulernen. Wir lernen so viele neue Menschen immer wieder kennen. Ich liebe es auch, Netzwerk, ne? Genau, und ich liebe es immer, mit meinen Freunden zu drehen. Man lernt auch viele neue Freunde kennen, so gerade in dem Bereich. Ich bin da echt, auch durch die Welt zu reisen. Wir haben auch viele Auslandsprojekte immer wieder. Es macht einfach extrem viel Spaß. So. Cool. Und letzte Frage wäre, was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Gerade jetzt vielleicht als Selbstständiger, für die, die sich später mal selbstständig machen wollen oder vielleicht sogar auf Social Media irgendwie ein Creator werden wollen. Nicht zu sehr aufs Geld fokussieren, sondern eher eine Passion finden, darin aufgehen, auch einen Mehrwert schaffen. So, also nicht, es gibt auch Passion, die keinen Mehrwert schaffen, so muss man einfach auch sagen. Ja. Aber so immer auf das fokussieren, wo man auch Spaß dran hat, weil dann hast du sowieso schon gewonnen im Leben. Weißt du, du holst ja am Ende des Tages mit Geld, finanzierst du die Sachen, die dir Spaß 100%. Machen. Weißt du? Aber wenn du schon Spaß in deinem Beruf hast, dann hast du schon gewonnen. Könnte ich nicht mehr zustimmen. Ich glaube, dass wenn du was findest, wo du voll drin aufgehst oder deine Passion findest, dann wird das Geld nach und nach sowieso. Genau, es kommt sowieso. Das ist so keine Arbeit für dich. Genau. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass ich nie arbeite oder 24/7 arbeite. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ey, Bro, ich fühl's. Was verdienst du monatlich netto? Auf jeden Fall genug, dass es für eine Familie mit zwei Kindern reicht. Ungefähr Richtung. Über 5.000, unter 5.000? Über 5.000. Was machst du beruflich? Ich bin Immobiliengutachter bei einer Bank hier im Gebäude. Wie bist du dazu gekommen? Wie war der Werdegang? Vielleicht ganz kurz. Ich habe bei der Bank gelernt, habe eine Bankausbildung gemacht, aber schon mit dem Fokus Richtung Immobilienwirtschaft, habe Immobilienfinanzierung gemacht und seit 10 Jahren mache ich Gutachten. Ja. Okay, und bist happy? Bin auf jeden Fall happy, ja. Also ich habe den geilsten Job der Welt. Ja, sehr schön. Super, siehst du glücklich aus. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Der Wechsel quasi von der Immobilienfinanzierung zur Gutachterei, das war schon ein Schnitt. Ja. Und was ist vielleicht ein Tipp, den du den jungen Menschen draußen noch mit auf den Weg geben kannst, den du vielleicht dir damals selber gewünscht hättest? Sucht euch auf jeden Fall irgendwas, was euch Spaß macht. Ja, es gibt nichts, also man sitzt so lange am Schreibtisch mit den Kollegen zusammen, sucht euch auf jeden Fall, was Spaß macht. 8 Stunden am Tag irgendwas zu machen, was einen nicht glücklich macht, ist Höchststrafe. Ja. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Schwierige Frage, Bro. Ich habe echt gut verdient, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Jetzt bin ich in der Ausbildung drin als Hotelfachmann. Verdiene gerade so im zweiten Jahr so meine 9 Scheine ungefähr netto. Aber TikTok nebenbei ein bisschen. Ist schon gut. Okay. Und alles zusammen, was würdest du sagen? Unter, über 3.000? Unter. Safe unter. Safe unter. Reicht es, um dir deinen Lebensstand zu finanzieren? Um Gottes Willen, ja. Ja. Um Gottes Willen. Also mir geht's sehr gut. Ich kann die Sachen, die ich will, kann ich mir leisten auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann hat man auf der Seite noch immer ein paar Side-Businesses, wo du dir dann ein paar Tauis machen kannst und hast trotzdem immer noch Geld, um schönen Urlaub zu machen. Und so auszusehen. Urlaub ist sehr wichtig, Freunde. Um so auszusehen. Dripping from genau top so to bottom. Kannst du uns vielleicht ganz kurz mitnehmen, was du genau machst und den Werdegang vielleicht ganz kurz? Also meine Sache ist, ich habe schon 10 Jahre Gastro-Erfahrung. Okay. Kochen und so war immer mein Ding. Und jetzt mache ich halt diese Ausbildung, damit ich schneller an Kredit rankomme, damit ich mein eigenes Restaurant aufmachen kann. Nach meiner Hotelfachmann-Ausbildung werde ich noch eine Kochausbildung machen, direkt dranhängen im selben Hotel für 1,5 Jahre nur noch, weil ich verkürzen kann. Und danach steht in meinem eigenen Restaurant hier in Frankfurt nichts mehr im Wege, Freunde. Ja, krass. Inspirierend. Auf jeden Fall. Da weiß jemand, wohin will. Das ist der Weg. In Deutschland brauchst du immer ein Papier, Bro. Was war bisher in deiner beruflichen Laufbahn der mutigste, der wichtigste Schritt für dich? Ich würde sagen, der wichtigste Schritt war aus dem Business von meinem Cousin, bei dem ich vorher gearbeitet habe, der auch inzwischen in Frankfurt, also im Rhein-Main-Betrieb so 3 Läden hat, auszusteigen. Okay. Um meine eigene Ausbildung anzufangen und den eigenen Weg zu gehen. Ich würde sagen, das wäre mein wichtigster Schritt. Obwohl du da Sicherheit hattest, ne? Und ich hatte Sicherheit, um Gottes Willen. Ich hätte da bestimmt auch und jetzt in 5 Jahren gut Geld verdient, aber für mich war es wichtig, selber was aufzubauen. Bist du glücklich? Wichtigste Frage? Ey, mir geht's so gut. Ja, you're smiling. Ich bin richtig glücklich. Safe. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mitgeben kannst? Was würdest du sagen? Also hört mir zu, Freunde. Die Leute sagen euch immer, macht euch selbstständig, macht immer euer eigenes Ding, aber macht es niemals ohne Plan. Ihr braucht einen Plan, ihr braucht eine Grundlage. Ihr braucht eine Ausbildung, ihr braucht ein Studium, irgendwas. Weil wenn ihr selbstständig seid, dann kann es immer passieren, dass ihr lost. Und dann fallt ihr zurück auf ein schönes Bett und nicht auf den Boden. Das ist sehr, sehr wichtig, Mann. Was verdienst du monatlich netto? Kannst du das sagen? Ja, genug. Genug, ja. Gute Antwort. Ja. Grobe Richtung, über 5, unter 5.000? Und mehr als genug. Mehr als genug. Ja. Okay, diplomatisch hier. Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Ja. Ja?
Ja. Was machst du beruflich? Physiotherapeut. Und wie bist du dazu gekommen? Indem ich erst Schauspiel studiert habe, dann Modedesign und dann mich für Physiotherapie entschieden habe. Okay. Also erstmal vieles ausprobiert, dann auch geguckt, wo deine Leidenschaft liegt? Nee, ich habe immer so kurz ad hoc gehandelt. Also Schauspieler kennengelernt, Schauspiel studiert, abgebrochen, dann zufällig an einer Modefachschule vorbeigelaufen. Dann habe ich das ein Jahr gemacht, spannend, oder zwei. Spannend. Habe es wieder abgebrochen, als ich dann gemerkt habe, wie es wirklich beruflich ist und ein Praktikum gemacht habe. Und dann habe ich gejobbt und dann habe ich Physiotherapeuten kennengelernt. Okay, spannend. Also gar nicht so finanziell motiviert gedacht, sondern eher auf dein Herz gehört, was dir wirklich Spaß macht. Ja. Okay. Und was würdest du sagen, ist der oder war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn, was dich näher zu deinem persönlichen Glück gebracht hat? Mich selbstständig zu machen. Selbstständigkeit? Ja. Okay. Hat auch Schattenseiten, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Kannst du vielleicht kurz mal, vielleicht auch in der bist du als Physiotherapeut dann auch selbstständig? Ja. Ja? Kannst du vielleicht kurz ein, zwei Nachteile, Vorteile vielleicht von der Selbstständigkeit? Ja, mit meiner ersten Praxis bin ich pleite gegangen. Dann habe ich die zweite gegründet, während mein erstes Kind kam. Und das lief dann richtig gut. Und jetzt haben wir die zweite aufgemacht. Und ja, aus den Fehlern der ersten haben wir gelernt, wie wir es bei der zweiten und der dritten besser machen. Okay. Ja, Hammer. Hammer Geschichte. Inspirierend. Und jetzt bist du glücklich oder bereust du irgendwas im Rückblick praktisch? Beruflich gesehen? Nö, ich bin glücklich. Ja, ja, absolut. Also ich denke mir manchmal, ich wäre auch ein guter Anwalt oder ein guter Journalist oder weiß ich nicht, aber ich kann nicht alles machen und jetzt bin ich halt ein guter Physiotherapeut. Ja, sehr schön. Letzte Frage wäre, ein Tipp für die jungen Menschen draußen, den du vielleicht mitgeben kannst auf dem Weg. Ja, bleibt echt, bleibt im Leben und versucht Social Media ein bisschen zu reduzieren. Redet mehr mit den Menschen. Ich versuche in Zukunft weniger Videos zu produzieren. Genau. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich verdiene 4- bis 5-stellig im Monat netto. Was genau machst du denn beruflich? Ich arbeite bei meinen Eltern, die sind in der Baubranche tätig. Ich bin nebenbei noch Tänzerin und betreue auch Social-Media-Accounts. Okay, also ein Multitalent hier. Was macht dir am meisten Spaß? Wo ist so deine Passion? Bilder machen, Videos machen für die Social-Media-Accounts, das macht echt Spaß. Da gehst du auf. Ja. Und dann bist du da auch selbstständig? Hast du also eine Firma oder ein Unternehmen angemeldet? Genau, ja, eine Consulting. Wie bist du dazu gekommen? Also vielleicht ganz kurz der Werdegang, kannst du uns mitnehmen? Ja, ich habe bei meinen Eltern dann angefangen und die machen eben Dachbeschichtung, auch PV-Anlagen. Okay. Und die hatten Bilder gebraucht von den Dächern von oben. Dann habe ich einen Drohnenschein gemacht. Ein Drohnenschein? Ja. Wie macht man den? Den kannst du online machen. Ja. Okay. Dann bin ich Drohne geflogen und dann kam das mit den Bildern irgendwie so eins zum anderen und dann auf Weiterempfehlung und jetzt läuft das irgendwie so mit Hammer. Bildern und Videos, ja. Also so normales Studium, Ausbildung hast du alles nicht gemacht, sondern bist dann cool einfach... Ausbildung habe ich gemacht, aber in einem externen Unternehmen, das wollten meine Eltern so und dann jetzt zu denen in die Komfortzone. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bei dir bisher in der beruflichen Laufbahn? Ich habe ja meine Ausbildung in einem Bauunternehmen auch gemacht und ich war dann auch 5-6 Jahre noch dort. Und ja, diese Kündigung einfach aus diesem sicheren Arbeitsplatz raus ins Selbstständige war so der größte, aber beste Schritt meines Lebens. Ja, dieses Weg von 9-to-5 war, ja... Das ist das, was einen erfüllt, meiner Meinung nach. Was macht dir am meisten Spaß an dem jetzigen Beruf? Was würdest du sagen? Dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Mhm. Das ist mega wichtig. Das heißt, wenn ich einfach mal abends länger weggehe, dann muss ich nicht denken, oh, morgen muss ich um 7 Uhr wieder da sitzen. Yeah. Klar, du musst deine Arbeit machen, aber du kannst es dir selbst einteilen. Und das ist das Beste, was passieren kann. Bist du happy? Sehr, extrem. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Immer dranbleiben. Das, was man machen will, sollte man auf jeden Fall machen. Egal, was die anderen sagen, einfach durchziehen. Und ja, unwichtige Sachen hinten anstellen und wenn man hustelt, dann kommt man irgendwann dahin, wo man hinkommen will. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 5-stellig. Reicht es, um dir deinen Lebensstandard zu finanzieren? Es reicht. Mhm. Also es wachsen natürlich die Ansprüche. Ach, und da ist die Gefahr dabei, dass man dann immer sagt, da kommt dieser Spruch, dass nach 3 Wochen schon das Gehalt zu Ende ist. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es passt alles. Man muss halt mit seinen Ansprüchen mitwachsen, aber nicht drüber wachsen. Was machst du denn beruflich? Wie kann man über 5-stellig verdienen? Als Unternehmensberater. Und zwar
Unternehmensberater und Interim-Manager. Das heißt, ich gehe in Firmen, die Probleme haben im Bereich Service, im Bereich Vertrieb, im Bereich IT. Mhm. Männer gehen nicht zum Arzt, Firmenchefs gehen auch nicht zum Arzt. Ich bin der Doktor und die rufen erst an, wenn es brennt. Und wie bist du dazu gekommen? Ganz witzig. Ich war sehr erfolgreicher Manager in einem großen deutschen Rüstungskonzern. Aber mit 49 sagten die, du, wir müssen hier reorganisieren, mach dich mal vom Hof, hier gibt es eine Abfindung. Und ich sagte, ich bin so geil, ich nehme die Abfindung und nehme mir sofort den nächsten Job. Und dann alle so, Hammer. Du bist doch 50, wir wollen dich nicht. Die haben mir gesagt, also du kommst aus einer Firma raus und bist ein halbes Jahr dich am Bewerben. Mhm. Und immer, wenn die mitkriegen, oh, du bist ja schon fast 50, nee, du bist mir dann zu eingelaufen, du hast zu viel eigene Vorstellungen, du bist nicht mehr biegsam und fügsam. Geschmeidig. Genau diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Hast du gerade die Firma verlassen, bist jetzt 50? Das hat mich echt geschockt. Ich war ein Jahr lang... Weil man dann ja eigentlich erst die ganze Erfahrung hat und natürlich. Die wichtigen Lektionen gelernt hat. Ein Jahr lang habe ich mit ganz großen Augen und dem Arbeitsamt gedealt und getan und gemacht. Mhm. Und dann in der Zeit kam mir dann die Idee, du musst vielleicht dein Wissen selber zur Markte tragen. Ja. Und dann im Jahr drauf, das war 2013... Mhm. Ging es ab wie Schmitz' Katze. Das fanden die gut. Bist du glücklich? Ja. Ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mitgeben kannst. Wenn es dir keinen Spaß macht, love it or leave it. Die Amerikaner sind nicht umsonst so schön plastisch. Vielleicht der erste Tipp ist, egal wo du anfängst, knie dich mehr als diese scheiß 8 Stunden rein. Mach 10 Stunden. Biete dich an. Biete dich den Chefs an, dass die merken, dass aus dir was rauszuholen ist. Und die ersten 2 Jahre sind dann eine Keulerei. Da siehst du auch wenig in den Diskotheken oder sowas abgeht. Aber mit dem Wissen gehst du woanders hin und dann funktioniert es mit der Karriere. Also wenn du jetzt Karriere im Sinne von, das muss zügig weitergehen, sprichst, ist das genau richtig. Wie viel Geld haben Sie damals mordlich netto verdient? Ich habe nach dem Abitur eine kaufmännische Lehre angefangen und habe damals, vergesse ich nie, 165 D-Mark im Monat verdient. Wow. Das wäre jetzt umgerechnet in Euro? 80 Euro. 80 Euro. Das waren damals die normalen Tarife. Hat es damals gereicht zum Leben? Nein, natürlich nicht. Man hat immer Unterstützung der Eltern gebraucht. Was haben Sie damals beruflich gemacht? Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht und danach mit dem Studium angefangen. Und in welche Richtung? Erst Betriebswirtschaft, zweitens Volkswirtschaft. Zwischendurch habe ich noch abgeschlossen in Germanistik und promoviert in Wirtschaftspädagogik. Und dann nach dem Studium, wo ging es dann hin? Dann ging es zum Arbeiten. Zum ganz, Arbeiten? Ganz einfach, ja. Okay, dann auch an der Universität? Auch, ja. Okay, dann haben Sie gelehrt also. Ja. Was war in Ihrer beruflichen Laufbahn für Sie der wichtigste, der mutigste Schritt damals? Die Übernahme einer Privatschule. Wie haben Sie, wenn ich fragen darf, das finanziell hinbekommen? Ja, dafür hat man studiert. Sind Sie glücklich jetzt? Ja, sehr. Haben Sie einen Tipp praktisch für die jungen Leute draußen, den Sie mit auf den Weg geben können? Wir leben ja in unsicheren Zeiten und das Sicherste, was die jungen Leute machen können, ist Ausbildung, Lernen. Ja. Nicht aufhören, denn wer viel weiß, kann sich gut in der Welt zurechtfinden, egal was passiert. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Eher privat, aber ich kann sagen über 3 netto. Reicht es, um dir deinen Lebensstand zu finanzieren? Zurzeit ja. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin Marketingmanager. In welchem Bereich? Ist das irgendwie spezialisiert? Oder? Genau, ist Immobilien-Sachanlagen. Und wie bist du dazu gekommen? So ganz kurz vielleicht der Werdegang? Abitur gemacht, habe dann hier in Frankfurt auch angefangen zu studieren. Mhm. Habe internationales Management und Marketing studiert. Und bin dann dadurch auch dann in die Branche reingerutscht. Also direkt nach dem Studium praktisch in den Job oder? Also nach dem Abi habe ich ein Work and Travel gemacht in Australien. Ein Jahr lang unterwegs gewesen und ich glaube, das macht auch noch was mit einem Menschen. 100%. Und danach dann hergekommen, hier in Frankfurt studiert und jetzt bin ich in meinem Job. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ich sag mal so, mein Work and Travel in Australien, das ändert einen Menschen komplett. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Machen. Also viele sagen immer nur hier, die reden, sagen so, ey Leute, wollen wir das und das machen? Nee, zieh durch und mach. Also egal, was du dir in deinen Kopf setzt, was soll passieren? Entweder es klappt oder es klappt nicht. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich bin Werkstudent, deswegen ist es ein bisschen gedrosselt, sag ich mal, aber ich würde sagen an die 2000. Aber das ist eine ordentliche Summe, ne, als Werkstudent? Als Werkstudent sehr gut, ja, da kann ich mich nicht beschweren. Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Ja, würde ich schon sagen. Hier in Frankfurt ist viel los.
Man ist viel unterwegs, aber im Endeffekt kann man es machen. Ja. Was genau machst du? Was studierst du? Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Okay. Und dann nebenbei, was ist der Job, den du machst? Ich bin an der Börse quasi fürs Fernsehen ARD. Mhm. Und wir machen quasi alles für die Tagesschau, Finanznews, Wirtschaftsnachrichten etc. Und wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich über eine Freundin, die dort gearbeitet hat, hat es mir angeboten, wir suchen jemanden. Hammer. Und genauso bin ich dazu gekommen. Ja. Cool. Und gefällt es dir? Sehr gut, sehr gut. Es ist wirklich also super Job. Mega. Man kann sich nicht beklagen. Also kannst du dir sogar vielleicht vorstellen, nach dem Studium dann vielleicht in eine Richtung zu gehen? Oder? Eventuell ist es möglich, sage ich mal. Gibt noch ein paar andere Sparten, die mich interessieren. Ja. Aber im Endeffekt würde ich sagen, vorstellbar. Okay, ansonsten Fashion-Influencer, ne? Würde ich sagen. Dankeschön, Dankeschön. Oder was war bisher der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Was würdest du sagen? Schwierig. Auf Leute zugehen, würde ich sagen. Sich trauen, auf Leute zuzugehen, zu fragen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Müssen, die wir, auch vielleicht müssen wir mehr abhängen, glaube ich. Wie bitte? Müssen wir mehr abhängen. Zum Beispiel einfach mit Leuten connecten, ja. Sich trauen, auf die Leute zuzugehen, zu fragen, ich will den Schritt gehen, ich will versuchen, ein Praktikum vielleicht zum Beispiel was machen, ja. In die Richtung einfach offen sein für Neues. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Auch wieder dahingehend, offen sein, traut euch zu fragen, seid offen, versucht neue Dinge, probiert das, was euch gefällt, vielleicht auch Sachen, die euch nicht gefallen. Ja. Und dann werdet ihr auf jeden Fall was finden und dann werdet ihr auch herausfinden, was euch nicht gefällt. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Boah, da rede ich sehr, sehr ungern drüber. Grober Bereich vielleicht, ist es über 5.000, unter 5.000? Es ist um 5.000. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin Videograf. Bist du da dann selbstständig oder angestellt? Ich bin selbstständig. Wie lange bist du schon selbstständig? Seit Anfang des Jahres. Wie bist du darauf gekommen, dich selbstständig zu machen? Also ich habe vor 2 Jahren habe ich mein Abi gemacht, wollte irgendwas nach der Schule machen, ich wusste nicht genau was. Okay. Habe dann mit Film angefangen, okay. Habe relativ direkt eigentlich eine Stelle bekommen als Videograf. Und war dann erstmal ein Jahr angestellt. Es lief ganz gut, aber ich konnte mich bei der Firma nicht richtig weiterentwickeln. Dann dachte ich mir irgendwann, okay, komm, mache ich mich auch selbstständig und es klappt. Also Ausbildung, Studium hast du gar nicht abgeschlossen? Nee, ich habe das während der Abi-Zeit und schon davor immer so als Hobby gemacht. Fotografie, okay. Und Videografie. Ja, und jetzt mache ich es halt beruflich. Das unternehmerische Blut, kommt das von den Eltern oder ist es? Meine Eltern sind auch selbstständig, also wir haben Blumengeschäft. I see. Aber okay. Das kommt schon von da, ja. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in deiner beruflichen Laufbahn? Ich glaube, es war schon so, diese Richtung überhaupt einzuschlagen. Also das überhaupt als Option, als Karriere zu sehen. Nicht zu sagen, das ist utopisch, dass man da dann auch was verdienen kann und das ist vielleicht auch ein gewisses Risiko. Ganz genau. Viele sehen es, glaube ich, auch gar nicht so als Möglichkeit, damit überhaupt Geld zu verdienen. Ich habe so viele Freunde oder Bekannte, die machen Fotos, die machen auch echt gute Fotos, aber die kommen ja nicht auf die Idee, damit Geld zu verdienen. Und das ist, glaube ich, schon so das Wichtigste, was man da machen muss. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Ich glaube, was mir so am meisten Bock macht, ist eigentlich alles. Man kann mit Menschen sein, du kannst auch dich so ein bisschen verkriechen, wenn du dann deine Fotos und Videos editierst. Ja. Du kannst dich mit Technik auseinandersetzen. Ich bin schon so ein kleiner Nerd, würde ich sagen. Okay. Das ist schon alles sehr cool eigentlich. Also extrovertiert, introvertiert, beides so ein bisschen und dann hast du da dann einen ganz guten Mix beim Job wahrscheinlich, ne? Genau, ich bin eigentlich super introvertiert, aber hinter der Kamera renne ich... ich bin super introvertiert. Gar nicht gedacht. Okay. Ja, Dankeschön. Was ist vielleicht ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Setz deine Limits höher, als du denken kannst. For real. Wenn du dir zu tiefe Limits setzt, dann fängst du nicht an, groß zu träumen. Wenn du anfängst, groß zu träumen, deine Limits sehr hoch zu setzen, dann denkst du gar nicht so, okay, kann ich das jetzt überhaupt machen? Nee, dann denkst du, okay, ich probiere es einfach. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich bekomme Nein. Scheiß drauf, einfach weitermachen. Das Leben ist zu kurz für alles andere. Ganz genau, ganz genau. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 2,5. Reicht dir das? Es reicht, ja. Aber für die Unternehmen so, da braucht man Investoren leider, ja. Was genau machst du denn beruflich? Ich arbeite für Kreuzers. Das ist ein Online-Gourmet-Shop. Da verdiene ich meine Brötchen mit quasi. Okay. Und investiere in meine eigenen Projekte. Was hast du da für Projekte? Ich habe eine 3D-Druck-Brillenfirma. Also wir okay. drucken 3D-gedruckte Brillen und okay. verkaufen die im B2B-Sektor, also direkt an den Optiker. Und wir haben so ein kleines Klamotten-Spaß-Brand. Ugly Animals. I see, okay. Seid ihr auch auf Social Media vertreten? Ich nehme an. Wir fangen gerade an, ja. Wir suchen auch jemanden für Social Media. Wir suchen jemanden. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang bei dir. Zum Job, aber auch zu den Projekten. Ich habe eigentlich Mechatroniker gelernt, bin dann an die Uni, habe Maschinenbau studiert. Ja. Das im 4. Semester dann aufgehört. Okay. Und bin dann so in diese kreativen Sachen reingeraten. Und bin dann bei Kreuzers mit rein, habe über den Investor von Kreuzers quasi den Manu kennengelernt. Ja. Und genau, dann bin ich so hier rein und habe aber meine eigenen Projekte noch am Laufen, cool. die natürlich dann auch irgendwann durchstarten sollen. Und was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Ja, die Vielseitigkeit. Ich meine, wer kann jetzt hier einfach mal kurz nach Hamburg fliegen? Also ich war im Urlaub, ich wurde gebraucht, ich bin von Mallorca hierher geflogen und ich darf einen ganzen Tag Burger essen, deswegen... Wie viel Geld verdienst du monatlich
Netto. Reich für einmal Urlaub im Jahr. Heißt es, es ist über 5000? Oder unter? Unterschiedlich. Ein guter Monat? Was kommt da vielleicht bei rum? Einmal Urlaub im Jahr. Diplomatisch hier. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin Fotograf. Selbstständig? Selbstständig, ja. Wir haben jetzt eine Agentur gegründet. Dieses Jahr, ganz frisch. Waves, könnt alle folgen. Mit der Zeit, man hat immer irgendwie gehustelt, man hat immer irgendwas selbstständig probiert. Ich habe eigene Klamotten probiert. Bei der Post habe ich versucht, mich selbstständig zu machen, hier Paketchen rumfahren. Also wirklich, seitdem ich 17 bin, schon immer irgendwie was probiert. Mit der Fotografie, mit der Medienbranche hat es geklappt. Also würdest du sagen, du hast deine Leidenschaft gefunden? Safe, ja. Also ich habe nicht immer, aber oft habe ich nicht das Gefühl zu arbeiten wirklich. Ne? Manchmal fühlt sich auch komisch an, für die Arbeit wirklich so Geld zu kriegen, obwohl es ja eigentlich Spaß macht. Ja. So, das ist schon, ist schon nice. Und wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 26 geworden. Was würdest du sagen, macht dir denn am meisten Spaß so an deinem Job? Ist es das, dass du komplett frei bist und einfach... Das unterwegs sein, das Connecten, ständig neue Leute, ja, krasse Projekte dabei zu sein. Vor allem, wenn du was mit erschaffst, dann später das auf großen Bildschirmen zu sehen, Reaktionen der Menschen zu sehen, sehen, dass dann auch was funktioniert. Ne? Also es ist so dieses... Die Geschichte dahinter einfach zu kennen von, ich meine ja, die Leute laufen vorbei, sehen jetzt irgendein Musikvideo, sehen irgendein Plakat, aber so zu wissen, was dahinter steckt, ist, ja, glaube ich, das Coolste daran. Was war bei dir beruflich gesehen die wichtigste, die mutigste Entscheidung? All in gehen. Also ich habe nie Angst vor irgendwas. Ich denke mir immer, wenn es kommt, kommt. Ist vielleicht nicht immer gut, aber mir hat es echt was gebracht. Also ich habe kürzester Zeit wirklich sehr viel erreichen. Ein Tipp für junge Menschen, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal so ein Fundament in Deutschland zu schaffen, vor allem wenn du aus Deutschland bist, dann erstmal eine ordentliche Ausbildung zu haben. Ich weiß nicht, wie jung die Zuschauer sind, aber Corona war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich jetzt eine Familie hätte, wäre ich am Arsch. Ja. Deswegen wirklich wichtig, macht eine ordentliche Ausbildung, macht ein ordentliches Studium und dann könnt ihr alles riskieren. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Fünfstellig. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin unter anderem Küchenchef, einer der Headchefs vom FC Bayern München und lebe auf Mallorca, habe dort noch ein Restaurant, das Kukais. Und bin jetzt hier über Kreuzhaus und über Bosshaus gebucht worden. Das erste Mal jetzt quasi wie so ein Pop-up, den Foodtruck jetzt hier durch Deutschland zu fahren und einen coolen Burger rauszugeben für die Jungs. Also höre ich da raus, du bist selbstständig? Ja. Und wie viele Jahre bist du schon selbstständig? Also jetzt würde ich sagen knapp über 20 Jahre jetzt. Okay. Also dann als Koch generell 10 Jahre und in der Selbstständigkeit ungefähr 12 Jahre. Wie bist du dazu gekommen? Also war Kochen schon mal deine Leidenschaft? Nein, ursprünglich bin ich gelernter Schornsteinfeger und bin aber im ersten Gesellenjahr vom Dach gefallen, habe mir einen Haarriss im siebten Halswirbel zugezogen und dann zu der damaligen Zeit dann noch, ich habe Gipsbettaktion, halbes Jahr Krankenhaus und so weiter. Dann war ich Zeitsoldat in der Armee, in der Spezialeinheit, in den ersten Krisenreaktionskräften der Bundesrepublik Deutschland. Und dann habe ich irgendwie gedacht, danach habe ich meine Frau kennengelernt und die war da irgendwie nicht so für, dass ich da durch die Welt tingel. Und dann habe ich aufgehört und habe gedacht, was hast du denn sonst immer gerne gemacht? Ja. Und weil ich den Job als Schornsteinfeger nicht mehr machen durfte. Und dann habe ich nochmal Koch gelernt und seitdem starte ich da durch. Ja. Was würdest du sagen, der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ich würde sagen, das Auswandern vor 7 Jahren, einhergehend dann mit der Eröffnung unseres Restaurants dann auf Mallorca. War das auch so ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung geht? Ja, was heißt ein Traum? Das wäre ja dann so der Klassiker. Ich bin eigentlich beruflich auf die Insel gekommen. Da wurde auf Mallorca in einem Restaurant jemand gesucht, ein neuer Küchenchef. Und so war das über einen kurzen Dienstweg. Und so kam ich das erste Mal auf die Insel. Hammer. Geplant eigentlich nur für 3 Tage. Ja. Nach 2 Tagen habe ich meine Frau angerufen, sie soll Klamotten schicken, ich komme nicht wieder. Ja. Okay. Seitdem sehr geil. Hat es mich auf die Insel verschlagen. Wie gefällt dir das Leben auf Mallorca? Sehr gut. Es ist ein bisschen entspannter wie auf Deutschland jetzt bezogen, wo ich geboren worden bin. Das ist alles ein bisschen lässiger, ein bisschen gechillter und die Atmosphäre ist anders. Ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, also auf dem beruflichen Wege würde ich einfach sagen, dass man versuchen sollte, das zu machen, was einem Spaß macht. Und wenn man das so früh wie möglich nach der Schule irgendwie in seinen Beruf oder in den Wunschberuf mit einbeziehen kann, dann muss man aber vorher auch den Mut der Lücke haben, vielleicht mal das eine oder andere ausprobieren. Mal so ein bisschen darüber hinaus, über diese obligatorischen 14 Tage irgendwo rumeiern in irgendeiner Firma und eigentlich kaum was Richtiges machen, sondern wirklich auszutesten, wo ich Bock drauf habe und dann dort einfach durchschauen. Weil wenn ich Bock drauf habe und meinen Job liebe oder das, was ich mache, liebe, dann ist das ein Selbstläufer, dann läuft das eigentlich von alleine.